Mikrofon 1, Mikrofon 2. Wenn ich sprechen darf, dann fange ich mal los. Piccolo Concerto Grosso. Ich bin so glücklich, dass ich bei diesem originellen, offenen und öffnenden, Kopf und Herz öffnenden Projekt dabei sein darf. Die Originalität von dem Projekt bringt uns auf die Kreuzung von Soziologie, Psychologie, Musik vor allem, die bringt eine Art von Socio-Raja-Yoga zwischen vielen Menschen, zwischen verschiedenen Gruppen, Senioren, Junioren. Das bringt uns auf ganz neue Form und Ebene von Kommunikation zwischen Artisten und dem Publikum. Die Grenze dazwischen, die Barrikade sogar, die altmodische, historische, museale Barrikade wird nicht mehr da. Und dann kommen wir in einen Austausch von Energie, von Ideen. Deswegen, ich lade ganz herzlich ein zu allen nächsten Projekten von Ox & Öl. Und Piccolo Concerto Grosso wird immer größer und ladet immer neue Leute herzlich ein. Ich bin in der 6. Klasse im Schulhaus Chriesiweg. Und wir machen mit Simon und Philipp und zusammen mit vielen Senioren ein Theaterprojekt, nämlich das Piccolo Concerto Grosso. Das Projekt finde ich mega cool und ich finde es alles, dass wir das mit Senioren zusammen machen. Sie sind eigentlich sehr nett und es ist oft auch lustig. Man muss natürlich schon gut hören und aufpassen, was Philipp und Simon sagen. Aber ich habe kein Kind und ich komme selber aus einer riesen Familie. Und jetzt sind wir doch schon das fünfte Mal beieinander und langsam nimmt das Konturen an. Und ich bin gespannt, wie das dann am Dienstag rauskommt, wenn wir das aufführen dürfen im Schauspielhaus. Die Tanzgruppe, wir tanzen halt Kiki. Also es ist auch eine Challenge, die man macht und es gibt einen bestimmten Tanz. Man kann ihn aber auch ein bisschen verändern und das haben wir auch gemacht. Ich bin mit einer französischen Schlagzeugerin am Schlagzeug. Und dann spielen wir alle ein Lied zusammen und dann habe ich von mir so eine Art Bass, also ein Teil vom Schlagzeug. Und mit dem mache ich so einen Rhythmus, dass ich halt mit einem schlage ich zweimal drauf und mit einem schlage ich auf den Rand drauf. Thank you.
zusammen mit dem Ratschiban an der Posaune, dem Daniel am Euphonium und dem Thomas am mit einem Stoff- und dämpften Altsaxophon auf der Pfauenbühne spielen. Und das Lied wird sich so entwickeln, dass eine Gruppe von Kindern und Senioren nachher sich ein Sprechgesang wird hin und her geben. Das Kind wird solistisch noch rappen. Und das Ganze ist aber gleich auf Improvisationsbasis. Als er sie 100 Jahre zutraut hätte, in einer eleganten Pirouette um 180 Grad. Dieses Instrument hier ist kein Musikinstrument, es ist ein Grammophontrichter eines alten Grammophons. Ich spiele diesen Grammophontrichter auch nicht, ich spiele gar kein Instrument. Ich bin kein Musiker, sondern Schauspieler. Das eben gespielte Stück war eine Improvisation. Und ansonsten bin ich bei dem Piccolo Concerto Grosso vor allem als Sprechschauspieler engagiert. Ich singe ein bisschen, pfeife ein bisschen, mache ein bisschen perkussive Elemente in dem Stück und bewege mich elegant.